In einem anderen Video habe ich mal Thunderbird gegen EM-Client antreten lassen. Auch da hat der EM-Client gewonnen. Kommen wir jetzt mal zu Outlook als Konkurrent. Ich selbst synchronisiere nicht nur E-Mails, das wäre hier das IMAP-Protokoll, sondern ich synchronisiere meinen Kalender und auch meine Kontakte über CalDAV und das CalDAV-Protokoll. Damit das funktioniert, brauche ich hier in dem Fall EM-Client, denn Outlook unterstützt das nicht. Jetzt mögen manche die Hand heben und sagen, naja, es gibt ja Plugins, die das nachrüsten beim Outlook. Ich habe das mal, glaube ich, vor 3 Jahren versucht. Ich weiß nicht, ob die Situation besser geworden ist. Ich kann euch nur sagen, lasst die Finger davon. Zumindest war es vor 3 Jahren so. Das führt dann zu Dubletten, zu Datenverlust und zu sonstigen Späßen. Es gibt auch zum Beispiel iCloud-Plugins, die wahrscheinlich auch nichts anderes machen, als irgendwie versuchen, mit diesem CardDAV- und CalDAV-Format zurechtzukommen. Auch da habe ich furchtbar schlechte Erfahrungen gemacht. Bleibt also bitte bei einem E-Mail-Client, der von Anfang an diese Formate unterstützt oder vernünftig über ein Plugin nachgerüstet werden kann. Kommen wir zu anderen Funktionen, die es noch so gibt, zum Beispiel PGP-Verschlüsselung. Da hat auch EM-Client die Nase vorn. Outlook kann das nicht out of the box. Auch das kann man nachrüsten, aber es ist natürlich schön, wenn man ein Programm hat, das das schon integriert hat. S/MIME hingegen können beide. Chat über XMPP, also Jabber, kann nur der EM-Client. Und ein super wichtiges Feature, wie ich finde, ist Backup und Restore. Das kann in der Form nur der EM-Client. Der macht das nämlich automatisch, wenn man es denn einmal aktiviert und eingestellt hat. So eine Funktion vermisse ich beim Outlook. Kommen wir zu den Preisen. Da ist der Vergleich ein bisschen schwierig, denn Outlook bringt schon mal gar keine kostenlose Lizenz mit. Der EM-Client wiederum, der hat eine kostenlose Lizenz. Allerdings hat er auch eine Standardlizenz, die knapp mit 50 Euro zu Buche schlägt. Beim Outlook muss man das teure Office-Bundle kaufen für 250 Euro. Und als Lifetime-Lizenz zahlt man einmalig beim EM-Client 95 Euro und beim Outlook 69 Euro jährlich, wenn man regelmäßige Updates haben will. Also meiner Meinung nach ganz klarer Sieg für den EM-Client hier. Ich würde mich natürlich über eure Erfahrungen freuen, die ihr so mit Outlook hattet. Vor allem, wenn ihr mal den Spaß hattet, ein Backup überhaupt zu erstellen mit Outlook und das auch wieder herzustellen. Ich freue mich über eure Kommentare.